Superheilmittel Vitamin C, Beitrag 11. Ich begrüße Sie herzlich zu diesem Kursbeitrag, der das Thema hat: Hochdosiertes Vitamin C, wie Vitamin C wirkt. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch diesen Beitrag verfolgen. Hier gehen wir etwas mehr in die Tiefe und es macht sich sicherlich gut, wenn vorher chronologisch die vorhergehenden oder ein Teil der vorhergehenden Beiträge 1 bis 10 bei Ihnen rezipiert wurden. Ja, wie immer zu Beginn, Achtung, wichtiger Hinweis, diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben. Sie sind ausschließlich für Interessierte und zur Fortbildung gedacht und keinesfalls als Diagnose- oder Therapieanweisungen zu verstehen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Angaben entstehen. Bei Verdacht auf Erkrankungen konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Heilpraktiker. Ja, wir haben ja nun schon eine ganze Menge gelernt und wir wissen ja nun schon, Vitamin C kann die meisten Infektionen heilen, es kann Toxine neutralisieren und ist gegen viele, also gegen viele Krebsarten wirksam. Diese Eigenschaften haben wir erlernt und wir schätzen sie auch und können Sie auch einsetzen. Und wir wissen, dass wir bei Korrektor-Supplementierung hochdosierten Vitamin Cs sehr, sehr gut auch präventiv wirksam sind und wir können uns gut schützen vor degenerativen Erkrankungen und das ist, wir können auch deren Fortschreiten sehr gut und wirksam herauszögern. Es gibt also sehr, sehr viele klinische Reaktionen, die sehr erfreulich sind im Zusammenhang mit Vitamin C. Und trotzdem sollten wir, das ist mein Vorschlag, uns heute mal näher damit beschäftigen, wie eigentlich Vitamin C wirkt. Und sehen wir uns doch das mal in unserer Agenda an. Da hatten wir ja hier in den ersten neun einige Grundlagen, also in den ersten neun Beiträgen einige Grundlagen. Wir haben dann die Frage, wie wirkt Vitamin C? Das ist zwar hier der Punkt 10 in unserer Agenda, aber unser 11. Beitrag, weil wir zu Beginn weil wir zu Beginn eine Einleitung vorgenommen hatten. Also heute Beitrag 11, hochdosiertes Vitamin C, wie Vitamin C wirkt. Und da fragt man sich schon, wenn dass Vitamin C die meisten Infektionserkrankungen heilen kann, Toxine neutralisieren kann und gegen die vielen Krebsarten wirksam ist, was haben dann alle Toxine gemeinsam? Ja, ich habe das hier mal aufgeschrieben. Das ist, denke ich, der wichtigste Satz überhaupt. Und da wird Ihnen nicht, Sie werden nicht verwundert sein darüber. Alle Infektionen und Toxine verursachen Schäden durch oxidativen Stress. Ohne Ausnahme. Sie schädigen uns also durch oxidativen Stress. Toxine und Infektionen produzieren also reaktive Sauerstoffspezies. Die kann man abkürzen, reaktive Sauerstoffspezies als ROS. Ja, wir können auch so vorgehen, können sagen, die Toxine und Infektionen haben das gleiche. Toxine schädigen also uns durch solche reaktiven Sauerstoffspezies, weil sie sie produzieren. Aber Infektionen, dann kann man davon ausgehen, dass die Pathogene durch die Infektionen dann in den Stoffwechsel gehen und diese Toxine ausscheiden. Da haben wir also eine Überlappung dessen, dass wir also Toxine und Infektionen zumindest vom Ergebnis nicht unterscheiden können. Viele ROS, also diese reaktiven Sauerstoffspezies sind freie Radikale. Und mit freien Radikalen haben wir uns ja schon beschäftigt. Es sind also hoch instabile Moleküle, die mehr oder weniger recht viele unpaarige Elektronen enthalten, also unpaarig. Das führt dazu, dass sie stets auf der Suche nach fehlenden Elektronen sind. Kommt ein Elektron hinzu, beruhigt oder stabilisiert sich das freie Radikal, wird also stabiler. Biochemische Reaktionen tendieren immer zu höherer Stabilität. Diese
reaktiven Sauerstoffspezies, diese ROS, können nichts, außer eben die biologischen Moleküle zu schädigen durch Oxidation. Und darin sind sie wirklich sehr, sehr effektiv. Und das meine ich zynisch. Diesen Prozess haben wir uns zu widmen, um dieses besser zu verstehen, beziehungsweise uns vor Krankheiten zu schützen, beziehungsweise Krankheiten damit zu heilen. Diese Oxidation, die kennen wir von Metallen, dort nennen wir das Rost. Und genauso zersetzen diese ROS unsere Biomoleküle innerhalb des Körpers. Ist ein Biomolekül erst einmal oxidiert, kann es seine Aufgaben nicht mehr richtig oder gar nicht erfüllen. Erst wenn es wieder reduziert ist, das heißt chemisch reduziert, also das Gegenteil von oxidieren, reduzieren ist das Gegenteil von oxidieren, dann können wir damit rechnen, dass es wieder eine normale Struktur erreicht und das wäre auch sozusagen auch unser Ziel. Je mehr Oxidation oder oxidativer Stress in Geweben vorliegt, desto abnormer wird das Gewebe im Laufe der Zeit. Was ist also oxidativer Stress? Beginnen wir mit einfach mal mit der Grundlage. Oxidation ist, wenn eine Substanz Elektronen entzogen werden. Reduktion nennen wir es, wenn Elektronen von der Substanz aufgenommen werden. Das ist der umgekehrte Prozess. Bei der Reduktion wird also die Oxidation reduziert, verringert. Alle Toxine sind Prooxidantien. Alle Toxine sind Prooxidantien. Das bedeutet, sie oxidieren Biomoleküle oder verursachen deren Oxidation durch die von ihnen produzierten wiederum ROS, also die reaktiven Sauerstoffspezies ROS. Und das machen sie, indem sie ihnen ausreichend Elektronen entziehen, um normale Funktionen zu beeinträchtigen oder sie vollständig zu unterbinden. Sämtliche Oxidantien reduzieren die Anzahl bereits oxidierter Biomoleküle, stellen den Normalzustand des Elektroneninventars wieder her, also das machen die Antioxidantien, sie stellen das Normale wieder her, das ist das, was wir wollen, oder sie schützen die Biomoleküle überhaupt erst vor Oxidation. Also nochmal, Antioxidantien stellen das Normale wieder her, indem sie eben die Biomoleküle schützen, beziehungsweise ihnen wieder Elektronen geben, oder eben von vornherein gleich dafür sorgen, dass den Biomolekülen gar nicht erst eine Oxidation beschert wird, sondern Elektronen dort verbleiben. Wenn ausreichend oxidierte Biomoleküle wieder in den normalen Zustand zurückkehren, dann kann das betroffene Gewebe oder die betroffenen Zellen wieder normal funktionieren. Und ich erinnere hier auch noch einmal daran, unser Grundaussage, die habe ich schon mehrfach und auch ganz wichtig zu Beginn dieses Kurses gegeben, dass was ist Leben? Leben ist der Austausch von Elektronen zwischen Molekülen. Viel Austausch von Elektronen zwischen Molekülen, das ist gesundes Leben. Reduzierter Austausch von Elektronen zwischen Molekülen, das ist Krankheit. Und gar kein Elektronenaustausch, das ist Tod. Und hier trifft sich das wieder, was eben das bedeutet, wenn wir wieder den Normalzustand herstellen, den wir ausreichend reduzieren, also Reduktion vornehmen, das Gegenteil von Oxidation, und das können Antioxidantien sehr gut. Es ist auch wichtig, den Unterschied zwischen einem oxidierten Antioxidans und einem Toxin zu verstehen. Also wenn eine Antioxidans ein Elektron hergibt, eben zur Sicherung der Gesundheit, dann ist es hier oxidiert, denn es hat ein Elektron hergegeben. Bei Toxinen, die nehmen die Elektronen auf. Und sobald Vitamin C oder ein anderes Antioxidant seine Elektronen abgegeben hat, hält es Ausschau nach neuen Elektronen, die es aufnehmen kann. Da haben wir es schon. Wir können also sagen, dass Antioxidantien, also da gehört Vitamin C dazu,
das Gewebe repariert, ihnen Elektronen zur Verfügung stellt, also reduziert die Zellen oder die Moleküle und selbst dann, um sich wieder aufzubessern, schaut es sich um nach wiederum Elektronen. Das machen Antioxidantien. So kommen sie also wieder in den reduzierten oder aktiven Zustand. Was ist demnach nun der Unterschied zwischen einem zwischen einem Toxin, das Elektronen aufnehmen möchte, also Oxidation machen will, und einem oxidierten Antioxidans, das Elektronen aufnehmen möchte, also auch Oxidation, um wieder ein schützendes Antioxidans zu werden? Die nachfolgenden Faktoren in diesem Prozess möchte ich hier anhand dieses Tafelbilds, dieses Slides vorstellen. Ein Toxin nimmt immer Elektronen auf und gibt diese niemals wieder her. Es ist also niemals antioxidativ. Das zeichnet das Toxin aus. Ein Antioxidans, wie zum Beispiel Vitamin C, ist ein klassisches Redoxmolekül, also Reduktion, Oxidation. Das bedeutet, Vitamin C kann Elektronen abgeben und aufnehmen. Vitamin C-Moleküle fördern den Elektronenfluss in der Zelle, indem sie unaufhörlich Elektronen abgeben und aufnehmen. Ein Toxin hingegen nimmt nur und behält die Elektronen, die es von oxidierten Molekülen aufgenommen hat. Durch diesen Mechanismus blockieren Toxine den Elektronenfluss. Hier sieht man also ganz deutlich, was das Leben unterstützt. Das ist deutlich der Vertreter der Antioxidantien, zum Beispiel das Vitamin C. Und was das Leben hemmt, das sind die Toxine. Wir können es immer festmachen an der Quantität des Elektronenflusses. Toxine, die ihren Bedarf an Elektronen gedeckt haben, das ist der dritte Punkt hier, sind relativ neutral. Sie können ihre toxische Wirkung zusätzlich aber entfalten, wenn sie die normale Interaktion mit Biomolekülen und normalen zellulären Oxidantien physisch beeinträchtigen. Meistens ist es so, dass sie zwar relativ neutral sind, aber wenn sie sich anhäufen, weiterhin anhäufen die Toxine, dann werden sie wieder gefährlich. Alle Toxine haben also gemeinsam, dass sie oxidativen Stress erzeugen. Wie sieht das aus? Vitamin C ist besonders nützlich. Das wissen wir, das haben wir gelernt. Also antioxidativ. Es sichert uns Schutz in Form von Prävention, schützt gegen Krebsarten, gegen eine Vielzahl von Krebsarten, schützt vor Toxinen, schützt vor Pathogenen. Und ich will das mal gleich einflechten. Ich habe das schon öfter gesagt, was mich unglaublich beeindruckt. Es ist der effektivste antivirale Stoff, den es gibt auf der Welt, der selbst niemals toxisch auftreten kann. Vitamin C hat einen einfachen chemischen Aufbau und das ist auch der Grund, warum es überall hinkommt. Es kommt sogar in subzellulare Strukturen. Die Toxine können direkt prooxidativ sein oder indirekt prooxidativ. Wenn sie direkt prooxidativ sind, dann klauen sie gleich Elektronen von Molekülen. Sie schädigen die also direkt und wir können relativ einfach mit ausreichend Vitamin C, wir reden ja in unserem Kurs immer von hochdosiertem Vitamin C, können wir sie neutralisieren. Bei indirekt prooxidativen Toxinen, also Toxine, die indirekt prooxidativ sind, werden die Antioxidantien geschädigt, also nicht die Moleküle selbst, sondern die Antioxidantien. Wir erzeugen also dort verstärkt oxidativen Stress in den Zellen. Und das finden wir überall dort, wo wir Schwermetalle vorfinden. Das passiert also im Zusammenhang mit Schwermetallen, wie zum Beispiel Quecksilber oder Cadmiumbindung oder andere. Und diese Antioxidantien, die geschädigt werden, die können wir in Enzymen finden, in Aminosäuren, und Antioxidantien wie Glutathion oder anderen. Unabhängig davon, ob sie nun direkt oder indirekt
prooxidativ sind und verursachen durch die Toxine immer zusätzlichen oxidativen Stress, also sie verstärken den oxidativen Stress. Dies kann nun das können wir durch grundlegende physiologische Gesetze sehr gut nochmal hier erklären. Also erstens, Elektronen sind immer der Kraftstoff des Lebens. Dieses Verbrennen dieses Kraftstoffs verkörpert den Elektronenfluss. Und ich möchte fast sagen, verkörpert also durch den Elektronenfluss, Elektronenaustausch der Biomoleküle das Leben selbst. Zweitens, viel oxidativer Stress, also übermäßiger oxidativer Stress, verursacht Elektronenmangel, also das Gegenteil von dem, was wir oben sehen, und hemmt somit den optimalen Elektronenfluss und hemmt sozusagen damit das Leben und die Gesundheit. Und drittens dann in dieser Auflistung physiologischer oder grundlegender physiologischer Gesetze möchte ich sagen, alle toxischen Wirkungen sind von übermäßigem oxidativem Stress gekennzeichnet. Weitere Eigenschaften der Toxine möchte ich hier auch noch vorstellen, weil sie das Verständnis verbessern. Und wir müssten also zunächst jetzt erstmal kennengelernt haben, es sollte eine kleine Zwischenzusammenfassung sein, dass Toxine ihre toxische Wirkung nur durch die Beeinflussung des Elektronenflusses und der Elektronenversorgung in den Biomolekülen der betreffenden Gewebe oder des betreffenden Gewebes entfalten. Nur so kommt der schädigende Wirkung zustande. Und genau aus diesem Grund neutralisiert ausreichend, also hochdosiertes Vitamin C, jede Toxinbelastung oder Vergiftung, wenn nicht schon ein irreversibler Gewebeschaden vorliegt. Das ist also unerheblich, welche chemische Struktur das Toxin hat oder welchen molekularen Typs es aufweist oder welchen molekularen Typus es aufweist, egal ob groß oder klein, wasserlöslich, fettlöslich, ionisierend, neutral, das spielt überhaupt keine Rolle. Der gemeinsame Nenner aller Toxine ist der ansteigende oxidative Stress. Bitte vergessen Sie das nicht. Die molekulare Struktur des jeweiligen Toxins bestimmt hingegen andere Eigenschaften. Wollen wir uns die mal ansehen? Wir haben also hier schon dargestellt, dass die Eigenschaften Wasserlöslichkeit oder Fettlöslichkeit sind, dass es die Molekülgröße ist, die bestimmt nämlich die Erreichbarkeit und Zugang zu verschiedenen Zellen und Geweben, wie weit sie eben kommen. Wenn nur der Zugang für kleine Molekülgrößen ist, wie wir es zum Beispiel bei der Blut-Hirn-Schranke kennen, dann kommen dort nur die kleinen Molekülgrößen durch. Drittens, die einzigartige Molekularstruktur bestimmt zusammen mit der Ionenladung, also mit der elektrischen Ladung, wohin das Toxin gelangen kann. Da sehen wir also, dass es wiederum die Eigenschaft ist, welche Molekülstruktur ist und welche Ionenladung vorliegt, um zu sehen, wohin es gelangen kann. Ausgeschieden werden kann es dann über exogen zugeführte Chelatoren zum Beispiel, die verabreicht werden. Darauf gehen wir später auch noch einmal ein. Chelatoren sind Ihnen ja bekannt als Ausleitungsmöglichkeit für Gifte, Toxine. Und dann der untere Punkt, der vierte Punkt. Wirksame Toxine können größeren oxidativen Stress verursachen, da sie diese ROS, also diese reaktiven Sauerstoffspezies oder freie Radikale generieren. Dadurch kommt es zu oxidativen Kettenreaktionen und so werden Molekül für Molekül mehr ROS produziert. Daher kann auch jede klinische Vergiftung oder Toxinbelastung rasch und schädlich gemacht werden, wenn so schnell wie möglich ausreichend Vitamin C oder eben andere Antioxidantien in toxinbelastete Regionen gefördert werden. Gelingt dies, kann die Gesundheit zumindest kurzfristig immer wieder hergestellt werden. Denken Sie nur daran, an die Story mit Alan Smith, dass es dort auch in schwierigsten Situationen geschafft wurde, denjenigen zu heilen, obwohl er eine ganz starke Belastung hatte. Ja, wie sieht das nun bei Infektionen aus?
Für die Heilung von Infektionen ist ein Mittel nötig, das anhaltend oxidativen Stress neutralisiert. Weiterhin müssen oxidierte Moleküle repariert werden und Pathogene abgetötet werden oder zumindest empfindlicher gemacht werden, damit sie von den eigenen Kräften des Immunsystems eliminiert werden können. Alles das kann Vitamin C. Das wissen wir schon. Die Effekte von Vitamin C auf die Oxidation, also in Bezug auf die Oxidation, werden im Vorfeld, habe ich ja bereits im Vorfeld erörtert. Wissenschaftliche Literatur finden wir dazu eine ganze Menge. Und da möchte ich jetzt hier nicht tiefer eingehen. Das hatte ich schon erläutert. Und fast alle, jetzt komme ich auf den nächsten Punkt, der, denke ich, wichtig ist, dass wir den verstehen. Denn dann verstehen wir das nicht nur bei Infektionen, sondern auch dann im nächsten Abschnitt dieses Kapitels 11 auch im Verhältnis zu Krebs. Und das ist doch hochwichtig, das zu verstehen. Fast alle Pathogene benötigen große Mengen an Eisen, um zu gedeihen oder um sich zu vermehren. Einige wirksame Antibiotika sind tatsächlich sogar Eisenchelatoren. Sie entfernen also leicht zugängliches Eisen aus dem Umfeld der Pathogene, verlangsamen und stoppen somit das Wachstum und ermöglichen so dem Immunsystem der Infektion ein Ende zu bereiten. Also so gehen auch manche Antibiotika in der Form von Eisenchelatoren vor. Aufgrund dieses absoluten Eisenbedarfs tragen die Infektionserreger in der Regel relativ hohe Konzentrationen an Eisen mit sich. Ich habe das hier auch beschrieben. Und darüber hinaus befindet sich ein Großteil dieses Eisens im ungebundenen oder im reaktiven Zustand. Damit beschäftigen wir uns weiter. Das ist ganz wichtig, das zu verstehen, denn große Mengen an reaktivem Eisen machen diese Mikroben, also diese Pathogene, zur leichten Beute. Und Vitamin C ist sozusagen schon gut vorbereitet, direkt dort zu funktionieren. Und ich erläutere Ihnen jetzt gleich, wie das passiert, wie das funktioniert. Eisen fördert also nicht nur das Wachstum der Pathogene, und das ist eine Dialektik, sondern auch deren Tod. Was hat das nun mit Vitamin C zu tun? Zunächst noch einmal möchte ich ganz kurz erklären, wie das mit dem Eisen ist. Also das Eisen ist in einem gesunden Körper oder Organismus, wo die Zellen bei Bedarf sterben. Das wissen wir, dass es immer ein gesundes Zellsterben gibt. Somit haben wir ein ausgewogenes Gesamtwachstum ermöglicht und die Gesundheit wird aufrechterhalten. Ist also Zellsterben unbedingt notwendig. Ansonsten gibt es keine erkennbare physische Form oder eine Gestalt. Wir können ja nicht unendlich wachsen. Es müssen auch Zellen absterben, durch neue Zellen ersetzt werden. Das finden wir im ganzen Körper vor. Eine fundierte chemische Reaktion ereignet sich, wenn immer ausreichend reaktives Eisen und Wasserstoffperoxid in der Zelle sind. Also dieses Zusammentreffen von Eisen und Wasserstoffperoxid erzeugt sozusagen in den Zellen, aber auch in den Pathogenen, wenn sie zusammentreffen, den Zelltod. Dieses wird Fenton-Reaktion genannt. Also wenn Eisen und Wasserstoffperoxid zusammentreffen, dann gibt es eine Fenton-Reaktion. Das Eisen muss jedoch Fe2 sein. Und wenn hier das erfolgt, erst dann wird durch das Zusammentreffen von Fe2, also reaktivem Eisen und Wasserstoffperoxid, ein Hydroxylradikal gebildet, was wiederum neue Hydroxylradikale erzeugt und regelrecht eine oxidative Kettenreaktion ausgelöst wird. Und das ermöglicht eben dann das Sterben der Zellen, was erwünscht ist und was das Leben auch darstellt. Es gibt kein spezifisches Enzym, keine enzymatische Reaktion, die Hydroxylradikale neutralisieren kann. Das bedeutet, der oxidative Schaden, der durch viele Biomoleküle aufrechterhalten wird, ist die einzige Möglichkeit, den Elektronenhunger zu stillen, wenn Hydroxylradikale produziert werden. Und das führt dann zu dem gewünschten Zelltod.
Wann immer eine Fenton-Reaktion durch die Präsenz von genügend Wasserstoffperoxid und Eisenionen aktiviert wurde, kommt es unweigerlich zum Zelltod oder eben zum Pathogentod. Zumindest ähnelt sich hinsichtlich der Fenton-Reaktion die auf Zelltod programmierte Körperzelle und es ist also die auf Zelltod programmierten Körperzellen und die des schnell teilenden Pathogens. Also das passiert genauso. Nun aber endlich, nachdem wir das geklärt haben, was beim Zusammentreffen von Eisen, also reaktivem Eisen Fe2 und dem Wasserstoffperoxid geschieht, nämlich die Kettenreaktion zu den Hydroxylgruppen, kommt jetzt die wichtige Frage, was hat das eigentlich mit Vitamin C zu tun? Vitamin C regt die Fenton-Reaktion an, da es sich bei dem verfügbaren, ungebundenen oder freien Eisen des normalen im Zellinneren oder in Pathogenen, wo sie vorhanden sind, sich zunächst um dreiwertiges Eisen handelt. Ich habe das hier aufgeschrieben. Trifft auf das dreiwertige Eisen ausreichend Vitamin C, dann wird ein Elektron ausgetauscht. Vitamin C ist der Lieferant des Elektrons und wir haben reaktives, zweiwertiges Eisen, Fe2. Fe2 plus steht hier angeschrieben. Wenn es ein Elektron gibt, dann passiert das und Vitamin C bringt das Elektron. Das Elektron wird dann an Wasserstoffperoxid weitergereicht und so entsteht das superoxidierende und zerstörerische Hydroxylradikal. Vitamin C spielt hier also immer noch eine antioxidative Rolle, denn es gibt ja Elektronen ab. Letztlich führt das aber zur stark prooxidativen Wirkung, nämlich zum Zelltod. So haben wir an sich jetzt nochmal das recht gut, denke ich, hier darstellen können. Wenn wir große Mengen Vitamin C sozusagen zuführen im Milligrammbereich, dann wird die Fenton-Reaktion stimuliert. Sie fegt also das. Und wenn das passiert ist, fegt das übrige Vitamin C, nämlich das im Bereich von Gramm, den oxidativen Stress problemlos hinweg. Obwohl übermäßiger oxidativer Stress niemals wünschenswert und hochtoxisch ist, sind geringere Mengen davon für normal funktionierende Zellphysiologie, also für den Zelltod, absolut notwendig. Ich denke, das haben wir jetzt hier erkannt und was dort eben das Vitamin C für eine wichtige Rolle spielt. Und dieses letztendlich über Fe3, Anwesenheit von Fe3, Reduktion auf Fe2 gebrachte, durch Vitamin C gebrachte Eisen erzeugt dann eben, bietet ein Elektron, wie wir das hier sehen auf dem Schaubild, was dann mit Wasserstoffperoxid gemeinsam zu Hydroxylradikal wird. Das ROS-Superoxid enthält ein Extraelektron und kann genauso wie Vitamin C dreiwertiges Eisen in zweiwertiges umwandeln. Es reduziert also das Eisen. Das gibt ein Elektron ab und alles Weitere haben wir schon gesehen, es wird die Fenton-Reaktion stimuliert. Das passiert also auch mit ROS-Superoxid. Und diese aufrechterhaltene Fenton-Reaktion nennen wir hier Haber-Weiß-Reaktion, weil es hier um das ROS-Superoxid geht. Wir können also jetzt leichter nachvollziehen, welchen Einfluss eine Reihe von antioxidativen Enzymen auf die Zelle haben. Drei der wichtigsten antioxidativen Enzyme, ich habe sie hier auch aufgeschrieben, sind das Superoxid-Dismutase, SOD abgekürzt, die Katalase und die Glutathionperoxidase. Und hier kann man das auch ganz gut sagen, welche Aufgaben die einzelnen haben. Das SOD, also Superoxid-Dismutase, wandelt Superoxid in Sauerstoff und Wasserstoffperoxid um. Wenn also ausreichend SOD vorhanden ist, kann die Fenton-Reaktion nicht direkt durch Elektronenabgabe durch Superoxid fortgeführt werden, das die Zellstabilität unterstützt.
Zusätzlich enthalten das Blut und fast alle Zellen das wichtige antioxidative Enzym Katalase. Sie sehen es auch, ich habe es hier mit aufgelistet. Katalase verstoffwechselt oder transformiert Wasserstoffperoxid in Wasser und Sauerstoff. Katalase erfüllt seine Aufgabe außerordentlich effizient, wenn man bedenkt, dass pro Minute nur ein Enzymmolekül Millionen von Wasserstoffperoxidmolekülen im richtigen Medium transferieren kann. Also sehr, sehr effektiv. Aus einem Molekül werden Millionen Moleküle. Und genauso ist dann das Glutathion, die Glutathionperoxidase hier vorteilhaft, nämlich es reduziert Wasserstoffperoxid zu Wasser. Normale Werte dieser drei antioxidativen Enzyme erhalten sozusagen eine wichtige Rolle und sie spielen eine aufrechterhaltende Rolle, wenn es darum geht, die Fenton-Reaktion im Zellinneren zu blockieren und hält oxidativen Stress auf einem geringen Niveau. Das SOD verstoffwechselt Superoxid und hält es davon ab, die Fenton-Reaktion direkt mit Elektronen zu versorgen. Die Katalase und Glutathionperoxidase tragen zur Aufrechterhaltung niedriger Werte von Wasserstoffperoxid bei. Das ist wahrlich der wichtigste Faktor, der den Fenton-induzierten oxidativen Stress mindert. Wir müssen also immer eine Regulation haben. Ein Übermaß an freiem Superoxidradikalen und reaktivem Eisen ruft nur sehr wenig oxidativen Stress hervor. Das bremst es also, wenn nur Spuren von Wasserstoffperoxid vorhanden sind. Das gilt selbst dann, wenn Vitamin C anwesend ist. Zusammenfassend zu diesem Abschnitt, was hat das mit Vitamin C zu tun, lässt sich also sagen, dass fast alle Pathogene große Mengen an Eisen enthalten. Dabei sind signifikante Mengen dieses Eisens ungebunden und reaktiv. Wird infizierten Patienten Vitamin C gegeben, also hochdosiert, dringt es in die Pathogene ein und transformiert das Eisen. Das macht also als Fe3 das Fe2. Das zweiwertige Eisen-Ion setzt dann den Abbau von Wasserstoffperoxid in der Zelle fort. Die daraus entstehende Hydroxylradikale oxidieren das Pathogen dann zu Tode. Es tötet also dann die Pathogene. Also eine wunderschöne Sache, die wir hier haben, wie wir die Fenton-Reaktion einschätzen, gelernt haben, was die Fenton-Reaktion ist und was das mit Vitamin C zu tun hat. Wie sieht das nun bei Krebs aus? Wie Pathogene sind Krebszellen besonders anfällig für die Erzeugung von Hydroxylradikalen und oxidativen Stress. Dies kann mit einer Vitamin C-stimulierten Fenton-Reaktion mit dem Zelltod enden. Das ist das, was wir wollen. Wir suchen hier den Zelltod für die Krebszellen. Folgende Gründe sorgen unter anderem für die ausgeprägte Empfindlichkeit von Krebszellen für Vitamin C. Und zwar haben wir dann genauso in den Krebszellen eine hohe Konzentration von reaktivem Eisen. Wir haben also intrazellulär hohe Eisenkonzentrationen bei Krebszellen. Zweitens, im Gegensatz zu normalen Zellen, bei denen das meiste Eisen im ungebundenen reaktiven Zustand vorliegt, ist bei Krebszellen eine große Menge an Eisen innerhalb der Zelle, also im Zytoplasma, im ungebundenen reaktiven Zustand vorhanden. Das können wir also auch ausnutzen. Drittens, Krebszellen zeigen oft niedrige bis nicht nachweisbare Katalasewerte. Dies fördert den Anstieg von Wasserstoffperoxidkonzentration im Zytoplasma selbst. Also auch eine sehr gute Bedingung, wenn wir den Krebszelltod vor Augen haben und als Ziel haben. Viertens, Krebszellen weisen häufig niedrige Werte an den antioxidativen Enzymen auf. Das sind also SOD und Glutathionperoxidase. Und das macht die Zellen, also die Krebszellen, sensibel für den Zelltod. Also auch eine gute Sache, die wir ausnutzen können. Und fünftens, die Unversehrtheit der
extrazellulären Matrix, die die Krebszellen umgibt, das ist das Bindegewebe ringsherum, ist hochgradig von Vitamin C abhängig. Also mit Vitamin C können wir für die extrazelluläre Matrix in guter Qualität sorgen. Sechstens, wenn die Krebszellen von Vitamin C attackiert werden, stimuliert und stärkt dies gleichzeitig das Immunsystem. Darüber lernen wir im nächsten Beitrag mehr kennen, aber das wissen wir auch schon, das habe ich schon öfter erwähnt. Und letztens, siebentens dann, wenn Krebszellen angegriffen werden, werden normale Zellen ohne hohe Konzentration von reaktivem Eisen und Wasserstoffperoxid gestärkt und sammeln Vitamin C an, was ihre antioxidative Abwehr unterstützt. Ja, also hier sind wir also so weit, dass eine typische Krebszelle eine hohe Konzentration an reaktivem Eisen im Zytoplasma aufweist. Sie hat auch einen erhöhten Pegel an oxidativem Stress, sogar bevor eine Vitamin C-Therapie begonnen wird. Wir haben also schon gute Voraussetzungen bei Krebszellen. Die meisten Krebszellen haben aufgrund von niedrigen Katalasewerten erhöhte Wasserstoffperoxidkonzentration im Zytoplasma. In typischen Krebszellen kommen insbesondere alle für die Fenton-Reaktion erforderlichen Elemente in großen Mengen vor. Also Fenton hat gute Chancen. Sie warten gerade darauf, dass durch Vitamin C eine Reduktion von Eisen, nämlich von Umwandlung von Fe3 zu Fe2, geschieht und vermittelt wird. Anschließend wird das Krebszellen abtötende Hydroxylradikal durch den Abbau von Wasserstoffperoxid produziert. Normale Zellen weisen diese genannten Charakteristika nicht auf. Sie werden durch Vitamin C-Zufuhr gestärkt, während die Krebszellen dadurch absterben. Darüber hinaus verfügt Vitamin C über einen immunanregenden Mechanismus. Darüber sprechen wir, wie gesagt, in einem separaten Beitrag noch einmal. Es greift Krebszellen an, das Vitamin C, und verbessert die antioxidative Kapazität von normalen Zellen. Die extrazelluläre Matrix enthält Zellen des Bindegewebes und umgibt sie zugleich. Sie ermöglicht einen eigenständigen, wichtigen Einfluss von Vitamin C auf die Behandlung von Krebs. Unter normalen Umständen hat diese Matrix eine dicke, gelartige Konsistenz. Ein wichtiger Faktor für die Umwandlung von normalen Zellen in bösartige Zellen ist die Veränderung der Matrix von einer gelartigen zu einer aufgequollenen, schlaffen Konsistenz. Und wenn wir dann Vitamin C hochdosiert geben, dann wird diese gelartige Konsistenz wieder erreicht und wir schaffen aus einer Krebszelle normale Zellen zurück. Da Vitamin C nicht toxisch ist, wird das Immunsystem angeregt und die antioxidative Kapazität normaler Zellen unterstützt. Darüber sprachen wir schon. Vitamin C sollte deshalb unbedingt Bestandteil jeder Krebstherapie sein und in hoher Dosierung angewendet werden. Heute gilt, dass Vitamin C bei einer Chemotherapie nicht gegeben werden darf. Es gilt als Kontraindikation. Es wird zunehmend davon ausgegangen, dass es die Therapie ungünstig beeinflusst. Da fast alle standardisierten Chemotherapeutika hochtoxisch sind, ist absolut klar, dass Vitamin C diese wie jedes andere Toxin auch neutralisieren kann. Allerdings ist dies nur dann der Fall, wenn alle Substanzen zur gleichen Zeit und am selben Ort präsent sind. Also erst dann wird die Chemotherapie neutralisiert, was wir nicht wollen. Dieses potenzielle Problem kann man aber leicht umgehen. Ich sprach öfter schon darüber. Wenn man die Vitamin-C-Gabe zeitversetzt und mit ausreichendem Abstand zur Chemotherapie einsetzt. Zuerst wird die Chemotherapie, sei sie denn nötig, durchgeführt. Und einige Stunden später wird dann Vitamin C eingesetzt. Die Chemotherapie wird die Krebszellen attackieren und schädigen, während das später verabreichte Vitamin C die kollateral geschädigten normalen Zellen wieder repariert. Darüber hinaus löst Vitamin C in den Krebszellen die für sie tödliche Fenton-Reaktion aus und unterstützt zusätzlich so die erwünschte Wirkung der Chemotherapie. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass Vitamin C bei vielen Krebsarten eine perfekte Chemotherapie in Anführungsstrichen darstellt.
auch als Monotherapie. Unabhängig vom therapeutischen Ansatz bei Vitamin C, die Therapieergebnisse werden immer langfristig günstig beeinflusst. Und außerdem werden die negativen Nebenwirkungen der Chemotherapie durch Vitamin C-Gabe verringert. Also ich denke, wir haben heute relativ viel in diesem Beitrag 11, relativ viel biochemische Begriffe hier erkannt und können mit einigen davon sicherlich umgehen, um unser Wissen auf eine bessere Basis zu bringen, um besser damit umgehen zu können, was Vitamin C in diesen Fällen von Infektionen, in diesen Fällen von Toxinen, in den Fällen von Krebs uns leisten kann. Und wir machen weiter in unserer Beitragsserie hochdosiertes Vitamin C. Freuen Sie sich auf die folgenden Beiträge und wenn Sie Fragen haben, ich habe hier eingeblendet meine E-Mail-Adresse, die können Sie benutzen, um Fragen oder Bemerkungen oder Hinweise mir zukommen zu lassen.